Weiter geht's mit Folge 4 meiner Let's Play-Reihe von Final Fantasy 7, dem Remake. Ich habe keine weitere Nebenmission erstmal angerührt. Ich starte einfach da, wo ich in der letzten Folge aufgehört habe. Ich wollte eigentlich noch ein paar Nebenmissionen machen. Geht aktuell noch nicht, deswegen sind wir jetzt noch mit Tifa unterwegs und schauen mal, was uns da noch erwartet. So, achso, ich habe jetzt das Zepter in der Hand, oder wie? Die Rostpfade sind angeblich wieder sicher. Im Dach unserer Herberge ist ein Loch. Das muss unbedingt repariert werden. Achso, wir gehen jetzt zum Waffenhändler, oder wie? Bist du sicher? Hat aber auch nichts. Hey Junge, man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben. Als Entschuldigung. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schau mal. Habe ich jetzt gerade erst meine erste Waffe so ein bisschen gepimpt? Kriege ich schon die nächste Waffe. Wow. Eisenreif, Sternreif, das dürfte ein Accessoire sein. Oder? Nee, doch nicht. Habe ich ja schon einmal. Was kostet das Teil überhaupt? 1000. Ordentlich. Accessoires. Ach ja, das ist ja extra. Kraftreif 800. Ach, um 5%. Okay, Vitalität erhöht sich um 5%. Magiewert erhöht sich um 5%. Willenskraft erhöht sich um 5%. Seelenohrring. Belegt im Kampf einmal automatisch wieder. Das Accessoire zerbricht dabei. Ach so, man hat quasi einen Tod frei, wenn man quasi vielleicht mal keine Phönixfeder hat. Obwohl, wenn du eine hast, macht er das ja trotzdem automatisch. Gut. Oh, Moment. Ah ne, Materia kann man nicht kaufen. Komm bald wieder! Mach ich. Du hast eine neue Waffe erhalten und kannst damit auch ihre dazugehörigen Waffenfertigkeiten erlernen. Erreiche die Geschicklichkeit einer Waffenfertigkeit. Ach, erreicht die Geschicklichkeit einer Waffenfertigkeit den Maximalwert, kann sie auch dann verwendet werden, wenn eine andere Waffe ausgerüstet wird. Okay, ist ja interessant. Die Waffenfertigkeit des Panzerschwerts hat von Anfang an den maximalen Geschicklichkeitswert. Jetzt bist du perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Dann fangen wir mal an. Zuerst ach, jetzt kann ich quasi doch... Vorbeischauen. Okay. Wer ist das? Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Und wo finde ich ihn? Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein. Na, den gehen wir erstmal nach. Jetzt gehe ich aber erstmal auf Tifa und hau der das Eisenreifgerät rein. Immer noch eine Materie, die wir einsetzen können. Ja. Boost man das mal ein bisschen wenigstens. Das kann ja nicht verkehrt sein. Ja. Hä? Bist du der Kerl, der diesen Laden... Die Monatszahlen... Suche nach Kandidaten. Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud der Alleskönner. Das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Wenn die Bezahlung stimmt, übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Du kannst ab sofort dein Talent als Alleskönner unter Beweis stellen und Aufträge annehmen. Über das Menü Aufträge, das du mit R2 oder dem Touchpad aufrufst, kannst du die momentan verfügbaren Aufträge einsehen. Die Aufträge können parallel ausgeführt werden. Schließe viele davon ab, um deinen Ruf als Alleskönner zu verbessern. Na, läuft. Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist Chatley.
Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Das werde ich auch wirklich tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Schließe die Mission für den Kampfbericht ab und versorge Chatley mit den gewonnenen Daten, damit neue Materie entwickelt werden können. Angaben zu den Missionen können im Hauptmenü unter Kampfberichte eingesehen werden. Bei Berichten, die während der aktiven Auftragsphase abgeschlossen werden, winken zusätzliche Belohnungen. Kampfberichtsscanner. Jetzt ist die Frage, war das jetzt eine Substanz? Muss ich die jetzt extra... Nee, stopp, ich wollte so. Analyse auf einem Gegner anwenden. Naja, das ist die Erkennsubstanz, würde ich mal behaupten. Gut, dann nehmen wir das Teil jetzt einfach mal mit. Ah, jetzt könnte man mal ein paar mehr Slots gebrauchen. Obwohl, ich habe ja... Die Eisenklinge habe ich ja, stimmt. Da können wir doch... So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier auch was modifizieren kann oder ob das von Waffe zu Waffe, ach, die WP-Werte sind dann wieder aufgestockt, okay, das ist auch geil. Also kann ich quasi keine WP verschwenden für eine andere Waffe. Physischer Angriff machen wir gleich wieder hoch. Konterschaden, Konter ist auch nicht so meins. Erlittener physischer Schaden beim Blocken minus 10%, TP Maximum. Das nehmen wir. Alles klar. Weiter im Text. Ich gehe mal davon aus, dass ich noch die ein oder andere Nebenmission jetzt hier in diesem Let's Play mit reinbastle. Wir wollen ja nichts verpassen. Und das sind natürlich einige Missionen. Verschwundene Freunde. Rattenplage. Drei Nebenaufträge. Okay, ich würde sagen, wir nutzen dieses Let's Play einfach mal, um ein paar Nebenmissionen Setze bitte zu die machen. Analysematerie ein und sammle damit Daten für die Kampfberichte. Mache ich. Okay. Stopp, falsche Richtung. Versuchen wir uns einfach mal so einen Nebenauftrag und schauen mal, wie das genau läuft. Ja, alles klar. Was ist das für eine kleine Pippi? Oh, hallo Tifa. Passt Marlene auf den Laden auf? Mm. Schade. Ich wollte, dass sie mir bei der Suche nach meinen Freunden hilft. Dieser Alleskönner hier neben mir sagt, dass er sie suchen wird. Wirklich? Also gut, so sehen meine Freunde aus. Sie haben lange Arme und Beine, sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Und enge Spalten. Meine Freunde sind nämlich Kater, wisst ihr? Ach, wir sollen Katzen suchen. Alle drei sind sehr zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Du musst sie unbedingt zurückbringen, ja? Klar, überhaupt kein Problem. Ich suche mir ein paar Katzen. Die drei Kater mögen Plätze mit vielen Leuten. Häufig spielen sie im Eingang zu den Slums. Oh. Ich spiele lieber alleine. Und was ist das? Wo geht's denn hier lang? Wir gehen jetzt einfach mal hier lang und dann nach links. Man kann ja mehrere Missionen gleichzeitig annehmen, was ja schon mal ganz geil ist. Da muss man nicht zwanghaft auf eine Nebenmission geiern. Und vielleicht hat man Glück und erwischt während einer Mission... Oh, ich habe eine Katze gehört. War das nicht gerade ein Mount? Da ist. Na, hier ist doch eine. Die habe ich vorhin schon gesehen. Wenn du wegrennst. Man soll noch irgendwo laufen.
Natürlich nicht. Doch keinen Sinn. Okay. Ich glaube, im Endeffekt muss man wahrscheinlich noch ein bisschen rumlaufen und auf das Mauzen hören. Stopp. Oh, hallo Tifa. Dein Freund verdient sich also neuerdings als Söldner? Ja. Dann kannst du vielleicht auf Aasrattenjagd für mich gehen. Die Viecher schließen sich Wehrratten an und fressen uns alle Vorräte weg. Mein Lagerhaus wurde auch befallen. Hab nen Ruf zu verlieren. Sag mal, hast du da eben gelacht? Du hast die Mundwinkel so verzogen. Na egal, Hauptsache du erledigst die Arbeit anständig. Also, diese Aasratten verkriechen sich in den Vororten der Stadt. Angeblich kommen sie angelaufen, wenn sie die Schreie von Wehrratten hören. Selbst bei solchem Ungeziefer gibt's wohl so etwas wie Kameradschaft. So, jetzt möchte ich doch mal gucken, ob ich hier irgendwelche Hinweise noch kriege zusätzlich. Ist hier vielleicht eine Liste der... Sieht erstmal nicht so aus. Also ich werde die Let's Play-Folge noch nutzen, um 1, 2, 3 Nebenmissionen zu machen. Und in der nächsten Folge denke ich zumindest Stand jetzt, dass es dann erstmal wieder eine Hauptmission gibt. Für die Leute, die sich jetzt weniger für die Nebenmissionen interessieren. Da ich aktuell noch nicht weiß, was hier so auf mich zukommt, lasse ich das natürlich in dem Let's Play drin. Unter mir. Das hoffe ich. Sowas drückt den Preis. Ich rede mal ein Wörtchen mit dem Zulieferer. Aber dass ich jetzt nicht mit irgendwelchen Leuten einzeln unbedingt reden muss. Frontalangriff. Geht klar. Ach so, ups. Genug. Tschüss. Zip. Feuer. Wie konnte ich das nicht treffen? Ach, die war noch am rauskriechen. Okay. Genug. Das war's dann. Ich bin bereit. Jetzt gibt's Dresche. Was ist denn los? Ach so. Bis hier und nicht weiter. So schnell zeigen sich die Biester wohl nicht. Und was nun? Warten wir? Ah, obwohl. Lass uns erstmal zum Krämer zurück und Zwischenbericht erstatten. Na, dann machen wir das. Oh. Was denn? Hm. Ich? Welcher war denn das jetzt? Scheiße. Nee, stopp, hier waren wir doch. Stopp. Was ist? Hast du es mit der Angst zu tun bekommen? Die Wehrratten magst du erlegt haben, schön und gut. Mein Auftrag bezog sich allerdings auf deren Bodyguards. Tu mir also einen Gefallen und setz die Rattenjagd fort, ja? Die Viecher werden sicher bald aus ihren Löchern kriechen. Lauf nächstes Mal nicht wieder gleich davon, du Allesrenner. Das ist ja witzig. Stopp, der hat Materia im Angebot. Heilenglut, Frost, Gewitter, Ausweich, Rundumschlag. Blitz könnte man eigentlich, da das Barrett aktuell ausgerüstet hat, holen wir das einmal noch zusätzlich. Ich glaube, ich habe jetzt noch keinen Platz. Nee, habe ich aktuell nicht. Ach, egal, ist nicht so wild. Hereinspaziert, hereinspaziert. Hereinspaziert. Na, dann gehen wir jetzt einfach nochmal dahin. Und chillen hier wahrscheinlich eine Runde. Oh ne, da sind doch schon wieder welche. Oh, die sind deutlich größer, oder? Und die kassieren auch ein bisschen mehr. Ziemlich schwach. Und tschüss. Zack. Es wird heiß. Na? Ja. Ausgezeichnet.
volle Kraft. Jetzt oder nie. Feuer frei. Nehmen wir es hinter uns. Jetzt gebe ich alles. Jetzt geht's um alles. Jetzt kann ich auch tiefer mal ein bisschen. Nimm das. Alter, die haut ordentlich rein. Gut, ist geil. Sehr gut, weiter so. Zu Kremer zurückkehren. Oh, das ist schön, dass man sich den Weg auch mal spart, wenn man den Auftrag abgeschlossen hat. Also so eine Art Schnellreise. Die Rattenplage sollte ausgemerzt sein, berichtet dem Kremer davon. Mach mal ja gerade. Okay, das ist doch sehr schön. Die Aasratten sind erledigt, habe ich gehört. Vielen Dank auch ihr beiden. Wegen all dem Stress mit den Viechern war es in meinem Laden wie ausgestorben. Oh, da kommt mir eine Idee. Ich könnte Werbung damit machen, dass dies der Lieblingsladen des Aasrattentötenden Alleskönners ist. Was meint ihr? Klingt super, oder? Absolut. Bist du dabei, Alleskönner? Da würden wir beide von profitieren. Ich werde dich Weimar und auch meinen Kunden empfehlen. Ich sag dir, danach wirst du dich vor Aufträgen kaum retten können. Wenn du meinst. Ausgezeichnet, wow. Ausgezeichnet. Der siebte Himmel, der Alleskönner und dann noch mein Laden. Wenn wir uns verbünden, wird das Geschäft nur so brummen. Kaufen zwei? Ah, das ist jetzt quasi im Angebot. Ohrtrank. Irgendwie bin ich ein bisschen pleite fast. Wir nehmen trotzdem mal zwei mit. Haben wir hier noch Materia. Behandeln. Ermöglicht den Einsatz von Zustandsheilmagie. Antidote Medica und Widerstand. Kann ich mir die leisten? Die kann ich mir leisten. Erstmal alle kaufen. Okay. Erschreckend der Rostfader. Stopp, jetzt drücke ich nochmal auf. Meine Trophäen sind noch immer nicht. Sicher bist du bald gut im Geschäft. Einsehbar. Ja. Wahrscheinlich, weil es noch nicht offiziell released ist. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran, Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Ja, ja, die Regeln der Slums. Zumindest gut, du lernst schnell, wie es zum scheint. Zeitpunkt der Aufnahme. Hab halt eine gute Lehrerin. Und eine strenge, wenn es darauf ankommt, also sieh dich vor. Oh, da klingelt's. Nein, das wird dumm. Wenn du meinst. Also, so langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du? Sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? Okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, wahrscheinlich eine Hauptmission anzunehmen. Ich würde sagen, ich schaue noch nach einer Nebenmission und dann war es das eventuell schon für diese Let's Play-Folge. Ihr könnt euch gerne mal in den Kommentaren auslassen. Würdet ihr auch gerne öfter meine Nebenmission sehen? Ansonsten lasse ich die meisten Nebenmissionen aus dem Let's Play raus. Und konzentriere mich mehr auf die Hauptmission logischerweise. Ich werde die Nebenmission natürlich alle machen, auch aufnehmen. Und vielleicht ist ja die ein oder andere Nebenmission dabei, die so geil ist, dass ich sie auf jeden Fall sowieso zeige. Moment. Wir wollen jetzt hier mal einen Bericht für Chatley. Ach, siehste, da hätte ich eigentlich mal die Ratten scannen können, ich Trottel. Was ist das hier? Das war das mit der Katze. Schundene Freunde. Das jetzt noch besser. Eine so große Auswahl okay, an Waren. Ich lauf da jetzt noch mal hin. Wir haben alles, was sie brauchen und noch mehr. Los, komm. Das ist eine Katze. Okay, die Katze zählt nicht. Die Katze zählt auch nicht. Man muss doch irgendwas gegen diesen Hund tun können. Der Alleskönner ist wieder gefragt. Der Krämer hat mir ganz begeistert von dir erzählt. Danke für deine Hilfe. Deine Fähigkeiten können sich echt sehen lassen. Und ich würde sie gern wieder in Anspruch nehmen. Weißt du, es ist wieder eine Bestie aufgetaucht. Ein außerordentlich blutrünstiger Wachhund. Sag dir doch was, oder? Einer von Shinras Kampfhunden. Er wurde auf den Rostpfaden gesichtet. Kann ich dich damit betrauen? Ich übernehme das. Schon. Vielen Dank. Wir hätten uns an dem die Zähne ausgebissen. Ich zähle auf dich. Alles klar, da bin ich ja jetzt eigentlich gleich, ups, falsche Richtung. Mit diesem Köter will ich nicht auf den Rostfaden. So, jetzt muss ich mal drauf achten, dass ich die Analyse einsetze.
Um einfach mal zu schauen, was der kleine Chatley heißt da, wenn ich mich nicht täusche. Hier irgendwas. Laufen wir nach da und dann rechts rum. Ist doch schon das Ausrufezeichen. Ich bin da direkt dran, oder? Sag mal. Ach, das heißt Zielbereich. Das heißt, der Hund taucht ja irgendwann auf. Medaille. Mal gucken, wenn ich hier rausgehe, ob dann das Wort Zielbereich. Alter, was ist denn das für ein Riese? Volle Konzentration. Hä? Ich sehe die Analyse nicht. Ach hier. Bin mal so frei. Okay, hier haben wir eine komplette Analyse des Gegners. Wie viele Erfahrungspunkte man kriegt, wie viele FP, das weiß ich aktuell noch nicht, was das ist, wie viele Gil, Gegenstände. Besiegt, analysiert, okay. Besiegt, ach so, das steht sogar, wie oft man die dann besiegt hat. Die Schwächen ganz oben, wirksam ist Eis. Also hauen wir doch gleich mal. Es geht los. Magie, Eis. Kann das sein, dass ich nicht getroffen habe? Nachschlag. Gib auf dich acht. Ich übernehme. Fertig. Voll daneben. Oh, jetzt. Stopp. Magie, Eis. Schauen wir mal, was das hier raushaut. Ist gleich erledigt. Gar nicht so einfach. Oh, was macht er? Er flüchtet. Ist die Frage, wohin? Oh ja, der wird hier irgendwo sein. Ist die Frage jetzt, läuft das Vieh im Kreis oder? Ja, war ja gerade der. War ja der Kampf nicht gerade? Naja. Immer durch die Höhle. Und schön dunkel. Tiefer! Cloud! Ich habe den Wachhund hier in die Enge getrieben. Er ist äußerst gereizt. Seid besser vorsichtig. Mich kriegt keiner unter. Einige Gegner verfügen über Angriffe, die nicht geblockt werden können und ihre Ziele bewegungsunfähig machen.
Wenn du immobilisiert wurdest, solltest du zu einem anderen Mitglied der Gruppe wechseln, wenn du weiterhin angreifen möchtest. Ja, und jetzt machen wir mal hier ein bisschen Slow Motion. Getroffen. Und Schlag! Das sollte reichen. Jawohl, schön zum Uppercut gefinisht. Der Schrecken der Rostpfade zu, will man zurückkehren. Mach mal, da muss ich nicht so weit laufen. Ich denke, das war vorerst die letzte Nebenmission. Danke. Ich tippe darauf, dass das eine neue Züchtung von Shinra war. Seit wann hat er hier für Probleme gesorgt? Mal sehen. Die ersten Informationen haben uns heute Morgen erreicht. Das heißt... Ja, was heißt das denn? Könnte es etwas sein? Im Untergrund der Slums von Sektor 7 soll sich ja angeblich eine Forschungsstätte von Shinra befinden. Bist du dir sicher? Das wäre mir neu. Ich dachte, ich könnte dir Insider-Infos entlocken. Entschuldige bitte. Ist eine große Organisation. Es gibt vieles, das ich auch nicht weiß. Da ist sicher was dran. Der Hund ist jedenfalls erledigt und darauf kommt es an. Ich hab's gar nicht gesehen. Das ist so klein und winzig, wenn da die Belohnung kommt, die da jetzt rausgehauen. Ich habe jetzt absolut nicht gesehen, was ich hier bekommen habe. Schauen wir einfach mal. Oh, da gibt es noch eine kleine Levelanzeige für diese Eisenklinge. Das ist interessant. Materia, haben wir da irgendwas bekommen? Gewitter habe ich vorhin gekauft. Behandeln habe ich auch gekauft. Okay, belassen wir es einfach mal dabei. Wir gehen jetzt mal Richtung Hauptziel. Dann schaue ich, ob es da eine neue Hauptmission gibt. Und dann, dem werden wir noch Bericht erstatten. Setze bitte die Analyse-Materia ein und sammle damit Daten für die Kampfberichte. Hab ich doch schon. Setze bitte die Analyse-Materia ein und sammle damit Daten für die Kampfberichte. Okay, das interessiert dich also nicht, dass ich das schon einmal gemacht habe. Das ist auch schön. Freue ich mich für dich. Ich habe den Kampfhund besiegt? Ja. Bleibst du uns erhalten. Was denn? So, wir schauen erstmal zu Barrett. Was ist denn da los? Lass uns mal nachsehen. Wir schauen nicht zu Barrett. Johnny, wird doch wohl nichts passieren. Ey! Hör auf! Halt! Widerstand ist zwecklos! Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Slamratte! Piep, 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 piep! Bist du bescheuert? Angeblich soll jemand Schießpulver aus einem Shinra-Lager geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Everland stecken. Und leider plappert er gern. Johnny darf auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich? Aber... Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na, das werden wir doch wohl noch verfolgen. Na gut, dann los. Der hat doch nichts als Flausen im Kopf. Ich wollte gerade sagen, lauf mal zu. Johnny hat echt mehr. Was soll mit Johnny? Stopp. Johnny, ich will nur die Melodie abfangen. Und? Wie gefällt dir der Song? Bist du ein Fan? Voll toll! Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Dass man, wenn man wahrscheinlich genug sammelt, je mehr Trophäen bekommt. Hey, das ist ein Beben! Was fällt dir ein? Du reißt mir an den Arm auf, du! Grob-Motoriker! Ich bin über
Das erklärt natürlich, warum sich dieses Remake so in die Länge zieht. Der erste Part. Mit so vielen Nebenmissionen und so weiter. Nee, nur ein bisschen Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Quatsch! Das muss ein Irrtum sein! Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Schindra-Lagers wagen! Verdammt! Johnny rutscht sicher was raus! Geh dann hinterher. Ja, du lenkst die Gardisten ab. Ich kümmere mich um den Rest. Denken sind doch Frauen eigentlich besser, oder? Ach, wir brauchen kein Bett, oder? Was ist das? Wir setzen uns mal kurz hin. Wir haben doch Zeit. Der Johnny kann warten. Schon irgendwie dämlich, du bist mitten in so einer Mission und setz dich erstmal auf eine Bank. Mann, jetzt gibt's aufs Maul. Lasst ihn gehen. Bist du Komplize? Raus damit! Und deine Mutter. Was los? Wer ist da? Oh, dein Freund und Helfer in der Not! Ihr seid es, Evelyn! Na, jetzt hat er's doch fast gesagt. Hey, du! So doof. Was soll das werden? Ich hab nur die harte Tour. Genug! Mission nicht weiter! Voll auf die Platte! Keinen kommen! Zauberlehrling! Was ist los? Hä? Ist das vorbei? Hey! Wir müssen Johnny, ist da jemand? Ich könnte Hilfe gebrauchen! Ich bin doch schon dabei! Wir stellen ihn ruhig. Hey! Hey! Nicht! Das schlägt ihm bestimmt nur die Augen ab, oder? Lass das! Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja, ja, ja! Ich mache eine Biege! Ich schwör's! Komm, lauf irgendwo davor. Sollen wir ihn echt laufen lassen? Na komm. Er könnte reden. Ich weiß, aber er hat nichts getan. Und die? Liegen lassen. Das verrottet. Lass sie liegen. Ja. Cloud. Was soll das? Verschwinden wir, bevor sie aufwachen. Ach, die sind noch nicht mal tot. Ah ja, ist klar. Hoffentlich kommt Johnny irgendwie klar. Sorg dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Ah, kann man sogar Heiltränke kaufen, wie das aussieht an diesem Automat. Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Und nun? Willst du zum Laden zurück oder lieber noch ein paar Aufträge erledigen? Also, einige der Aufträge werde ich auf jeden Fall jetzt nicht in dem Let's Play zeigen. Die nächste Folge wird dann auf jeden Fall wieder in Richtung Hauptmission gehen. Ich gehe jetzt natürlich erstmal Richtung Barrett und schaue, ob ich überhaupt schon die nächste Hauptmission starten kann, damit ich euch jetzt nicht die ganze Zeit mit Nebenmissionen langweile. Hip-Hop de Kokobo. Okay, das Lied habe ich ja schon gefunden. Manchmal noch ein bisschen. Man will ja nicht umsonst irgendwo rumlaufen. So. So, ich würde sagen, hier machen wir mal einen Speicherpunkt. Denn im Falle des Falles, dass ich jetzt hier die nächste Hauptmission starte, kann ich ja weitermachen. Mache nämlich vorher noch ein paar Nebenmissionen. So beschreibt man. Und dann schauen wir erstmal, ob es weitergeht. Ansonsten ist die Folge nämlich jetzt schon wieder vorbei. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich! Nach der Arbeit kommt das Vergnügen.
Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tiefer. Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Willst du dich dann noch nach weiteren Aufträgen umhören? Okay, ich drücke jetzt erstmal ja. Ja, gerne. Ich habe ja den festen Speicherpunkt. Willst du zurück in die Bar? Ah, okay. Wenn du dieses Gebiet verlässt, kannst du die aktuellen Aufträge nicht mehr abschließen. Trotzdem fortfahren. Alles klar. Also, liebe Leute, ich werde das Let's Play natürlich jetzt hier beenden. Ich gehe davon aus, dass die Hauptmission jetzt, wenn ich die Bar betrete, natürlich weitergeht. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen um die Nebenaufträge kümmern. Sollte da wirklich was Geiles dabei sein, was es wert ist zu zeigen. Ich nehme es natürlich trotzdem auf. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Solltet ihr ein, zwei Folgen verpasst haben, schaltet nochmal ein Stück weit zurück. Ihr habt eine Playliste auf meinem Kanal. Da könnt ihr die anderen Folgen euch noch anschauen. Lasst dem Let's Play einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, dass ihr auch bei der fünften Folge, wenn das wieder eine Hauptmission ist, einschaltet. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.